du hast den Zugriff auf eine oder mehrere E-Mails nicht mehr oder sie sind nicht mehr richtig darstellbar, dann bist du in diesem Video genau richtig. RepairIt für E-Mails ist da. Endlich die bewährte Hilfe von RepairIt für deine Outlook-Konten zum Beispiel, wie zum Beispiel die OST oder PST-Files. Hallo, mein Name ist Adam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Wondershare RepairIt. Und heute bei Wondershare RepairIt für E-Mails. RepairIt ist ja schon bekannt für Datenwiederherstellung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr hier auf diesem Kanal ein Abo dalasst, eine Glocke anklickt und noch einen Daumen nach oben vergibt. Wir kommen gleich zu den Features von diesem Programm und vor allem zeige ich euch, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Mit diesem Programm könnt ihr endlich die PST- und OST-Dateien wiederherstellen. Diese wiederherstellen und sichern vor allem, sodass ihr wieder Zugriff habt auf eure E-Mails. Korrumpierte E-Mail-Dateien können sehr schnell wieder hergestellt werden. Das Programm ist verfügbar für Windows und Mac und den Link zu RepairIt E-Mail findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Hier noch ein paar Features von dem Programm. RepairIt für E-Mail unterstützt die PST- und OST-Dateien, wobei die OST-Dateien für das Zwischenspeichern, für die Kontaktdaten und so weiter zuständig sind. Mit dem Programm könnt ihr mehrere Dateien, also mehrere Outlook-Dateien gleichzeitig reparieren. Für die Dateien gibt es kein Größenlimit, also ob die Datei 10 MB hat oder 500 MB oder über 1 GB, das spielt keine Rolle. Es gibt eine Dateivorschau, eine E-Mail-Vorschau in dem Programm. Wenn ihr die Datei wiederhergestellt habt, bevor ihr sie sichern könnt, könnt ihr sie nochmal genauer anschauen und dann auf Sichern gehen. Und es gibt auch kein Zeitlimit, also egal wann diese korrumpierte Datei erstellt wurde, ihr könnt sie mit RepairIt wiederherstellen und sichern. Vielleicht ist es auch wichtig zu wissen, wie kommt es dazu, dass ihr defekte OST- oder PST-Dateien habt, damit ihr auch in Zukunft dieses verhindern könnt. Also zum einen spielen manchmal defekte Sektoren auf der Festplatte eine Rolle. Festplattenabstürze sind natürlich auch extrem schlecht für jegliche Daten. Viren und Malware könnten auch eine Rolle spielen. Und ein unsachgemäßes Herunterfahren des Systems, also Stecker ziehen, richtig ausschalten oder ihr habt Stromausfall, können zu korrumpierten Dateien der PST- und OST-Daten führen. Und nun ist es soweit. Ich zeige euch mal, wie ihr eure OST- oder PST-Dateien wiederherstellen könnt. Diese Prozedur ist auf dem PC und auf dem Mac identisch und sie beinhaltet die gleichen Schritte. Du öffnest Wondershare RepairIt für E-Mail. Dann suchst du eine Datei aus. Also, du kannst entweder die Datei suchen lassen, automatisch, und auf Suchen klicken. So wird dir eine Liste der gefundenen Dateien angezeigt. Oder du fügst die Datei manuell hinzu, wenn du den Speicherort kennst und selbst angeben magst. Nun klickst du auf Suchen. Sobald du die Dateien oder die Datei hinzugefügt hast, musst du nur noch auf Reparieren klicken und die Datei oder mehrere Dateien werden repariert und können gesichert werden. Auf jeden Fall siehst du links die reparierten E-Mails, die du auch auswählen kannst und dir auch eine Vorschau anzeigen lassen kannst. Alle E-Mails können nun gesichert und gespeichert werden. Klicke nun auf Speichern. Das Team von Wondershare RepairIt und Wondershare RepairIt für E-Mail freut sich sehr, euch dieses Tool zur Verfügung stellen zu können, so dass wir euch jetzt weiterhin helfen können, auch in diesem Bereich. Also sind jetzt ab und zu E-Mails verschwunden oder ihr habt irgendwelche Probleme, zum Beispiel in Outlook, so könnt ihr euch jetzt Abhilfe schaffen mit RepairIt für E-Mail. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zugucken. Das war's mal wieder für diese Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder einschaltet und dafür wäre es gut, wenn ihr aufs Abo klickt, auf die Glocke und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wir sehen uns demnächst mal wieder. Macht's gut und tschüss.